dann das Bild hochgeladen, um zu gucken, okay, passt das nicht. Und ich glaube, der große Clou ist bei Poster XXL, dass man dann von Poster XXL direkt Hallo Fotofreunde und willkommen in diesem Video. Heute dreht es sich, wie im Titel schon gelesen, um ein neues Paket von Poster XXL. Ich habe mir gedacht, ich bestelle mal eine Leinwand. Denn sowas habe ich vor Jahren mal bestellt, aber ich weiß gar nicht mehr, ob es bei Poster XXL war. Und ich fand es eigentlich nicht verkehrt, auch mal eine Leinwand zu Hause zu haben. Diese hier ist jetzt nicht unbedingt für mich, sondern eher für einen sehr, sehr guten Freund, der sich nämlich vor kurzem nochmal eine Leinwand gewünscht hat, auf der Bilder unserer gemeinsamen Kanada-Reise 2015 zu sehen sind. Denn er war bei einem Kumpel, hat beim Umzug geholfen und hat dann gesehen, Kanada 2015, ich will auch. Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, gut, ich guck mal, ob ich noch genau dasselbe Bildchen habe, beziehungsweise dieselbe Collage noch irgendwo zu liegen habe und lass es dir dann nochmal auf Leinwand drucken. Das habe ich jetzt getan und ich habe auch schon reingeguckt. Natürlich, um zu wissen, wie es so halbwegs aussieht, habe mir noch keine Meinung darüber gebildet, aber das machen wir natürlich jetzt gemeinsam. Das heißt also, ich muss nicht mehr viel machen, muss das eigentlich nur noch hier rausziehen. Und wie man sehen kann, wie es halt so üblich ist, ne, es ist die typische Pappe, die halt überall verwendet wird. Und man kann das Ganze natürlich aufklappen und bekommt dann hier zwei so eine Türchen, als wenn man einen Weihnachtskalender aufmacht. Zack, und da ist das Bild natürlich drinne. Die Leinwand ist jetzt nicht so hammermäßig krass verpackt, weil hier ist eigentlich nur Frischhaltefolie drüber. Ob das jetzt so geil ist für eine Leinwand, wage ich jetzt ein bisschen zu bezweifeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, denn natürlich ist auch hier besondere Vorsicht geboten, denn man weiß ja, man könnte da sofort durchstechen und das muss ja nicht passieren, gerade beim Transport in diversen Elkerwatschen bzw. Vans kann alles möglich sein. Aber ne, so sieht es ja schon mal ganz gut aus. Von der Verpackung her bin ich jetzt nicht so zufrieden. Auch hier könnte man natürlich schon davon ausgehen, na, wenn die Folie, diese Frischhaltefolie durchgegangen wäre bzw. kaputt gegangen wäre, kann es natürlich eigentlich auch passieren, dass Löcher entstehen. Ich bin froh, dass jetzt hier keine Löcher vorhanden sind, denn auch das wäre natürlich für den Druck nicht so angenehm. Und trotz alledem, die Frischhaltefolie ist meines Erachtens zu dünn und eigentlich nicht richtig gewählt. Aber wahrscheinlich aus Produktions- und Kostengründen hat sich Poster XXL gedacht, wir drucken das auf Leinwand und packen es einfach nur in Frischhaltefolie ein, weil so wird es am schnellsten verpackt und am schnellsten verschickt zu dir. Ja, ich glaube, das ist der Hauptgrund. So, wir machen das Ganze jetzt mal. Wie mache ich das denn jetzt auf? Weil ich verschenke es ja eigentlich noch und ich will es eigentlich wieder in diese Folie zurückpacken. Wenn es dann geht, ich will aber auch nichts kaputt machen, das ist nämlich die größte Schwierigkeit jetzt hier gerade. Wir wissen ja, wenn man etwas verschenken will, dann sollte man das auch so gut wie möglich wieder dahin zurückpacken, wo es herkommt. Das heißt also, wir versuchen auf jeden Fall diese Frischhaltefolie jetzt nicht kaputt zu machen, beziehungsweise nur so weit kaputt zu machen, dass wir nachher dieses Bild auch wieder reinstecken können. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sollte auf jeden Fall machbar sein, hoffe ich. Wenn wir jetzt hier ziehen, zack, und da ist das Bild draußen. So, also vom Gefühl her, muss ich ja schon sagen, ist es wie, soll ich sagen, jede andere Leinwand, die ich schon mal in meinen Händen gehalten habe. Das Holz ist natürlich gut verarbeitet. Die Leinwand ist gut auf das Holz raufgetackert, da ist also wenig Luft. Du hast hinten nochmal den Barcode, kann, um das Bild wahrscheinlich sicherlich nochmals zu bestellen. Das heißt also, hinten ist es egal, ob man das sieht. Das heißt also, hier drauf ist der Barcode zu sehen. Ist jetzt natürlich so eine Geschichte für sich, ob man das braucht oder nicht. Aber der Hauptpunkt sind natürlich die Bilder. Und bei einer Leinwand darf man ja nicht vergessen, dass da natürlich auch eine gewisse Struktur vorhanden ist. Das heißt also, du siehst selbst in den Bildern die Struktur der Leinwand. Was natürlich für einige jetzt nicht so toll ist und für andere eigentlich das gewisse Etwas ausmacht. Mir persönlich gefällt es jetzt nicht so, aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber darum soll es sich jetzt auch nicht drehen, denn am Ende entscheidet natürlich die Bildqualität. Und so wie ich das jetzt begutachten kann, sind die Bilder von der Helligkeit, von der Dunkelheit
so wie ich sie auch auf dem PC bzw. Mac angelegt habe. Es ist quasi ein Fotodirektdruck auf die Leinwand. Und dadurch sind die dunkel-, mittel- und hellen Töne natürlich super getroffen. Also zumindest aus meiner Sicht. Denn ich sehe es einfach so, wie ich es auf dem PC auch angelegt habe. Und genau so sind die Farben hier auch wiedergegeben. Heißt also, Poster XXL hat in der Hinsicht alles richtig gemacht. Kontrastmäßig ist auch alles super. Selbst das Bild, das hier, das ist echt krass. Also da bin ich jetzt echt überrascht. Das sehe ich, fällt mir jetzt gerade so auf. Das Bild hier ist auf dem PC zwar genauso dunkel, aber auf manchen Bildschirmen wirkt das Bild einfach noch dunkler. Hier sieht es einfach perfekt aus. Also so, wie es sein sollte. Man erkennt uns richtig. Der Hintergrund ist super knackig. Ah, schwere Begeisterung. Und für das Geld, also das waren jetzt, ist jetzt hier 60x40 quasi die Größe. Und es hat mich 19,99 € gekostet. Sicherlich auch, weil es gerade vor Weihnachten im Angebot gewesen ist. Aber das kann man schon mal machen. Ja, am Ende, wie gesagt, bin ich jetzt nicht so überzeugt von der Struktur einer Leinwand, weil bei manchen Bildern dann doch die Struktur schon ganz schön stark durchkommt. Aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Und ich würde sagen, diese Struktur ist noch geiler, wenn es halt wirklich ein großes einzelnes Bild ist. Also mehrere kleine, da hat man dann natürlich schon so, okay, alles klar, da ist die Struktur, da ist die Struktur, da ist die Struktur und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn es ein gesamtes Bild ist, dann fällt die Struktur auch gar nicht so stark auf wie jetzt hier bei diesen ganzen verschiedenen Bildern. Das Lustige ist auf jeden Fall, dass diese Collage, diese Bildkombination aus verschiedenen Standorten mit ein und derselben Pose, das heißt also immer der Rücken zur Kamera, wobei hier ist es natürlich alles rum. Ich bin der Einzige, der mit dem Rücken zur Kamera steht und die Jungs stehen natürlich dann mit dem Gesicht zur Kamera. Auch das immer ein bisschen, wollte ja auch ein bisschen lustig sein, aber es sollte quasi eine Bildserie werden, in der man erzählt, wir vier Jungs auf den Spuren von diversen anderen Menschen, die es schon vor Jahren mal getan haben, um zu zeigen, alles klar, da waren wir, da waren wir, da waren wir, da waren wir und da waren wir. Und wir haben immer versucht, ein und dasselbe Bild abzugeben. Und der Bestellvorgang für dieses Bild war total simpel. Also ich habe es natürlich wie sonst auch über den Online-Modus gemacht, den man bei Poster XXL hat. Das heißt also, das Bild reingeladen, mir vorher natürlich das Format ausgesucht, 60x40, dann das Bild hochgeladen, um zu gucken, okay, passt das nicht. Und ich glaube, der große Clou ist bei Poster XXL, dass man dann von Poster XXL direkt eine Auswahl bekommt. Das heißt also 60x40 plus zwei weitere Formate, wo dein Bild eventuell sogar drauf passen könnte, von der Qualität her. Das finde ich sehr, sehr gut, denn manchmal ist es ja so, eigentlich hast du so im Kopf, ja, so 60x40 wäre schon ganz, ganz nice. Und dann kriegst du nochmal zwei weitere Vorschläge und denkst so, oh, zwei Nummern größer? Ja, ja, das sieht auch ganz gut aus. Nehmen wir doch das. Dann gibst du natürlich ein bisschen mehr Geld aus, aber Poster XXL hat dir dann nochmal vorgeschlagen, dass du es vielleicht doch in einer anderen Größe haben willst. Wenn du das bestätigst, dann kommst du natürlich dazu, noch Rahmen hinzuzufügen und so weiter und so fort. Das kannst du alles überspringen, musst du nicht machen. Du kannst auch noch eine Halterung aussuchen. Muss auch nicht sein, liegt natürlich an dir. Und am Ende kannst du dann, wie sonst auch, deine Daten ausfüllen und auf den Jetzt-Kaufen-Button drücken. Und innerhalb von wenigen Tagen ist es da. Also ich bin auch erstaunt, dass es jetzt schon da ist. Denn Poster XXL hat gesagt, es kann natürlich ein bisschen länger dauern und so weiter. Aber es war innerhalb von, lass mich lügen, 4 oder 5 Tagen jetzt bei mir. Das finde ich, das kurz vor Weihnachten, ist schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich glaube, mein Kumpel, der hier auch drauf ist, der freut sich auf jeden Fall über ein wunderbares Bild, welches er sich jetzt dann natürlich demnächst an die Wand hängen kann, mit den Jungs, mit denen er schon viele, viele krasse Storys erlebt hat. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das Weiß auch im allen Weiß bleiben wird. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und natürlich gehe ich davon aus, dass eine direkte Sonneneinstrahlung, beziehungsweise wenn das Licht zu lange oder monatelang immer darauf scheint, dass die Farben nicht ausbleichen und so weiter und so fort. Ich habe, wie gesagt, Leinwanderfahrung ganz, ganz wenig. Aber ich kenne es halt von meiner Oma. Die hat nämlich auch mal eine Leinwand von mir geschenkt gekriegt.
Und da sind die Farben bis heute immer noch originalgetreu, obwohl da wirklich sehr, sehr oft die Sonne drauf knallt und auch so Lichtquellen irgendwie drauf scheinen. Aber ansonsten ist soweit alles okay. Das heißt also, es lohnt sich, wenn du auf Leinwände stehst, mal eine Leinwand bei PostXXL zu bestellen. Ich hoffe natürlich, du hast jetzt einen kleinen Eindruck über eine Leinwand bekommen, die man bei PostXXL bestellen kann. Und denkst du jetzt so, okay, ich könnte das auch machen, vielleicht auch nicht, vielleicht lasse ich es auch sein. Es wird natürlich nicht das einzige Mal gewesen sein, dass ich bei PostXXL jetzt was bestellt habe, denn es wird noch einige andere Sachen geben, wie zum Beispiel ein Alu-Dibond oder aber auch ein Acrylglas, um dir nochmal zu zeigen, wie die Qualität denn eigentlich ist und ob es sich wirklich lohnt, dort zu bestellen. Bei der Leinwand, wie gesagt, kommt es darauf an, ob du die Struktur magst, die halt die Leinwand sowieso schon hat. Da sollte man echt überlegen. Und dann, hoffe ich natürlich, dir hat das Video gefallen. Du hast einen kleinen Eindruck gewonnen. Dann, wenn es so ist, dann gib doch dem Video einen Daumen nach oben. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teile das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was man so bei PostXXL bestellen kann, beziehungsweise wenn man bei PostXXL bestellt und da eine Leinwand auswählt, was man für ein Ergebnis bekommt. Und dann gibt es hier zwei weitere Videos, auch dann mal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.